Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom kleinen Drechsler. 5 Watt Laser habe ich schon getestet, 10 Watt habe ich schon getestet, 20 Watt habe ich schon getestet, aber inzwischen gibt es ja jetzt auch 30 bzw. 35 Watt Laser. Und aus diesem Grund schauen wir uns heute mal den Ateser V35 Plus an. Euch kommt der Laser vielleicht hier irgendwie bekannt vor, weil ich habe ja den P20 Plus schon vorgestellt. Das ist hier sogar das Gerücht von dem, weil zu dem Zeitpunkt, wo sie mir hier den Laser geschickt haben, haben sie den ja noch gar nicht so zum Verkaufen gehabt und hatten dann bloß ein paar von den Lasermodule. Und insofern habe ich da jetzt einfach das Lasermodul hier an den P20 Plus hingeschraubt. Aber ich glaube, der V35 Rahmen ist soweit der gleiche, also insofern kommt es aufs Gleiche raus. So ein 10 Watt Laser hat ja 2 Dioden, ein 20 Watt Laser 4 Dioden und der hat dann eben 6, also nochmal 50% mehr Leistung oder mehr Dioden und somit dann auch 50% mehr Leistung. Aber wie arg spürt man das und wie viel dickeres Holz kann man damit schneiden und wie viel schneller kann man das schneiden, das finden wir im heutigen Video heraus. Als erstes probieren wir jetzt mal das 7mm Fichtenholz aus. Das kommt euch ja auch bekannt vor, weil das habe ich ja im letzten Laser-Video mit dem Quality auch genommen. Und das war ein 22 Watt Laser, meine ich. Und der hat das mit 300mm die Minute gut geschnitten. Also müsste es mit dem ja jetzt so circa mit 450 knapp gehen. Also probieren wir mal 420, das ist dann ein bisschen weniger wie 50% schneller und dann schauen wir mal, wie das Ganze so aussieht. Also ihr seht, das hat funktioniert. Beim ersten Mal hatte ich ihn auf 90%, da habe ich beim zweiten Mal nochmal auf 100% hoch. Und beim zweiten ist er auch überall durch, also habt ihr gesehen, ist rausgefallen. Und das war jetzt 50% schneller, wie ich es eben mit einem 20 Watt Laser schneiden konnte. Also muss ich schon sagen, da wirkt sich dann auch die 50% mehr Leistung auch wirklich auf 50% mehr Schnittgeschwindigkeit aus. Und was mir jetzt nach dem Schneiden erst aufgefallen ist, dass ich der AirAssist gar nicht anhatte, also war das jetzt ohne. Aber ihr seht, ist trotzdem ein erstaunlich sauberer Schnitt, also weil das sagt ja auch immer so ein bisschen was über die Linse vom Laser aus. Weil wenn der eine gute Linse hat, hat's, also wo einen schönen fokussierten Strahl hat, hat man eben auch ohne AirAssist immer außen weniger Schmauchspuren, als wenn jetzt einer noch außen viel Streulicht dann noch so drauf. Aber sieht auf jeden Fall auch gut aus, aber natürlich mit AirAssist dann noch besser. Dann als nächstes hier das Fichtenbrett mit so 18-19mm und da will ich jetzt mal probieren, ob ich das mit einem Durchgang schneiden kann, weil auf der Webseite schreibt der Ateser, dass man eben hier so 18,5mm mit 120 und einem Durchgang, meine ich, schneiden sollte. Insofern ein bisschen muss man da ja immer noch abziehen. Insofern probieren wir jetzt mal mit 100mm die Minute, ob wir hier das mit einem Durchgang schaffen. Wäre natürlich schon cool, weil ist halt doch ein dickes Brett. Also ihr seht hier, längs zur Faser hat er es tatsächlich wirklich in einem Durchgang komplett durchgeschnitten. Aber hier jetzt quer zur Faser ist es eben noch nicht so ganz durch. Insofern bräuchte er jetzt 2 Durchgänge und kann dann natürlich auch wieder ein bisschen schneller fahren. Aber so tendenziell, also gelogen ist nicht, man kann mit dem in einem Durchgang hier die 18-19mm schneiden. Halt bloß in die Richtung. Und jetzt bin ich hier eben mit der Geschwindigkeit auf 150mm die Minute raufgegangen und da hat er eben 2 Durchgänge gefahren und da hat er es jetzt dann problemlos rausgeschnitten.
Dann probieren wir hier jetzt nochmal so eine Dachlatte mit 22,5 mm. Das ist natürlich schon eine Hausnummer und das habe ich jetzt bisher auch noch nie geschafft, das mit einem Diodenlaser zum Schneiden. Schauen wir mal, ob es der packt. Also ihr seht, er hat es geschnitten, war jetzt der erste Laser mit dem, wo ich das geschafft habe. Aber der Schnitt sieht da jetzt eben nicht wirklich sauber aus. Aber ist natürlich auch ein dickes Holz. Sowas sehe ich auch eigentlich keinen so wirklichen Sinn drin, das zu lasern, weil man eben doch so viele Durchgänge braucht und einfach keinen wirklich schönen Schnitt bekommt. Alles so bis 18, 20 mm, das geht noch. Aber das dann über 20, nee, das macht einfach keinen Spaß mehr. Also wir haben jetzt gesehen, ca. 50% schneller schneiden wie ein 20 Watt Laser. Das schafft er, also das kommt auch wirklich hin. Aber dass er jetzt eben noch wirklich arg viel dicker schneidet, das ist immer so eine Sache. Aber die Erfahrung habe ich auch schon beim Unterschied 10 Watt zu 20 Watt gemerkt, dass da eigentlich von der Schnittdicke jetzt kein so riesiger Unterschied ist. Also mit einem guten 10 Watt Laser schafft man eigentlich die 18 mm da auch. Natürlich dann langsamer, also braucht dann eben dreimal so lang, aber er schafft es trotzdem. Also das ist irgendwie immer so die Sache, er liegt eben wahrscheinlich wirklich einfach an den Linsen, dass die eben unten wieder zu weit aus dem Fokusbereich rausgehen und deswegen dann da der Schnitt zu breit wird und dann eben zu viel Wärme ins Material kommt. Dann machen wir jetzt als nächstes noch Kunst. Und zwar habe ich hier nämlich noch ein Stückchen von der 9 mm starken Kirsche übrig und daraus will ich jetzt noch ein kleines Kunstwerk auslasern, was ich mir hier kurz in Lightburn irgendwie zusammengezeichnet habe. Schauen wir mal, wie das Ganze so funktioniert. Also ihr seht, das ist dabei rausgekommen, gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut, auch die Oberflächengüte. Aber was soll das jetzt darstellen? Schreibt es mir in die Kommentare, ich bin mal gespannt, was ihr da drin seht. Weil das ist ja gerade der Sinn und Zweck bei Kunst, dass man überlegen muss, was es ist manchmal. Ja, und das Ganze in einem Durchgang mit einer guten Oberfläche, das gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut. Weil so 9 mm Laubholz ist ja schon für so einen Laser immer eine ordentliche Aufgabe. Aber die hat er jetzt prima gemeistert. Mit dem Laser kann man natürlich auch problemlos Edelstahl gravieren, das ist gar kein Thema. Aber was ich jetzt in dem Video noch nie gezeigt habe, ist, dass man eben auch Stahl gravieren kann. In dem Fall ist das jetzt eben hier ein rostiges Blech und von dem kann man eben dann den Rost so runterlasern und so kann man dann eben auch was reinlasern. Das zeige ich euch mal. Also auch das ist fertig und das sieht richtig, richtig cool aus. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kommt es auf der Kamera nicht so rüber, aber in echt sieht es wirklich richtig top aus und man sieht es auch prima, wenn man gerade schräg drauf schaut, dann sieht es echt auch richtig top aus. Und das Ganze konnte ich jetzt mit 2000 mm die Minute lasern, also schon ziemlich schnell. Und insofern hat es jetzt auch nicht zu lang gedauert und man hat da jetzt eben ein richtig cooles Ergebnis.
Und da merkt man natürlich schon die Power, weil wenn man das mit einem 10-Watt-Laser oder so gelasert hätte, da hätte es dann eben deutlich länger gedauert. Also ich würde mal sagen, jetzt haben wir mal ein bisschen gelasert und deswegen kommen wir jetzt mal zum Fazit. Und die ursprüngliche Frage von dem Laser war ja, kann man mit dem Laser wirklich 50% schneller schneiden wie mit einem 20-Watt-Laser? Und da muss ich sagen, eigentlich schon, ja. Also es kommt natürlich aufs Holz drauf an, bei manchen kommt dann nicht ganz so viel schneller raus, bei anderen doch wieder schneller. Aber so tendenziell kann man schon so die knapp 50% schon nochmal schneller lasern. Und was ich auch gesehen habe, der kostet beim Ateser gerade eigentlich das gleiche wie der 20 Watt Laser. Insofern ist dann natürlich der 35 Watt Laser auf jeden Fall dann das, was ich nehmen würde. Weil wenn es eben das gleiche kostet, dann nochmal 15 Watt mehr. Das sagt natürlich nicht nein. Aber trotzdem was arg viel dickeres schneiden wie mit einem 20 Watt Laser habe ich jetzt mit dem nicht geschafft. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da noch irgendwelche Tricks, wie man vielleicht aus so einem 35 Watt Laser noch ein bisschen mehr Schnitttiefe rausholen kann. Aber finde ich auch nicht schlimm, weil ich persönlich finde es einfach nicht so sinnvoll mit so einem Diodenlaser was dickeres wie so 20 mm zu schneiden. Das reicht in der Regel eigentlich vollkommen aus. Und was dafür eben wichtig ist, dass er eben so dünnere Sachen mit so um die 10 mm oder 15, dass er die eben schön und zuverlässig schneiden kann. Und das macht er auf jeden Fall. Also wenn ihr euch für den Laser interessiert, ich habe wie immer bei mir in der Videobeschreibung einen Affiliate-Link zu dem und dann könnt ihr euch den da mal anschauen. Und schreibt mir doch auch mal in Kommentare, für was ihr so eure Laser einsetzt. Tut ihr hauptsächlich gravieren oder eher schneiden, Edelstahl gravieren, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Oder wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, was ich vielleicht, wenn ich nochmal einen Laser teste, was ich da ausprobieren soll, was euch interessieren würde, schreibt mir auch das mal in die Kommentare und dann können wir das vielleicht auch nochmal ausprobieren. Also dann, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!